Im Frühtau zu Berge, die Newsfaldera. Sie sind hinausgegangen, den Klickerfolg zu fangen, noch ehe im Tale die Trolle krähen. Fast 30 Jahre nach Release wurde jetzt erst ein Multiplayer-Modus in einem großen Spieleklassiker gefunden. GTA 6 ist auf einem guten Weg und soll ein Meilenstein werden. Und Marvel's Midnight Suns wurde schon wieder verschoben. Aus der Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Das gab's so auch noch nie, denn 28 Jahre nach dem Release hat jetzt erst jemand einen Multiplayer-Modus im Boxklassiker Super Punch-Out entdeckt. Auf Twitter erklärt nämlich Unlisted Cheese, dass man über eine simple Tastenkombination nicht nur direkt aus dem Startmenü gegen alle Boxer kämpfen kann, sondern dabei auch eine zweite Person mitprügeln darf. Ihr müsst dazu lediglich im Hauptmenü Y und R halten und dann A oder Start drücken. Dann landet ihr im Single-Match-Bildschirm. Jetzt müsst ihr im Infobildschirm eines Charakters auf dem zweiten Joypad die Tasten B und Y gedrückt halten und dann auf Joypad 1 mit A oder Start bestätigen. Dann könnt ihr statt dem Computer gegeneinander antreten. Bis jetzt ist dieser Cheatcode niemandem vorher aufgefallen. Kurioserweise funktioniert das sowohl auf dem Original Super Nintendo als auch in der Super Punch-Out-Version auf dem SNES Classic Mini. Auf Twitter spekulieren die Leute, dass die Entwickler so damals bestimmte Moves testen konnten, ohne darauf zu warten, dass der Computergegner diese auch tatsächlich ausführt. Bis heute ist es aber niemandem aufgefallen. Unlisted Cheats erklärt, man sei eigentlich bei einer Auftragsarbeit zu was anderem darüber gestolpert und habe die neuen Cheatcodes daraufhin veröffentlicht. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rauskriegen, wie ich das per Gedankenübertragung dem 9-jährigen Michi schicken kann, damit der das mit seinen Kumpels ausprobiert. Rockstar Games und Take-Two scheffeln weiter Millionen mit GTA 5, denn das Open-World-Action-Spiel von 2013 hat jetzt die Marke von 170 Millionen verkauften Einheiten geknackt. Allein im letzten Quartal wurden nochmal 5 Millionen weitere Spiele verkauft. Die gesamte GTA-Reihe kommt damit bis heute auf über 380 Millionen verkaufte Spiele. Den größten Anteil daran hat natürlich die inzwischen auf 3 Konsolengenerationen verkaufte GTA 5-Version und dessen Multiplayer-Modus GTA Online. Das gibt es inzwischen auch als Standalone-Version und Rockstar Games verkauft zudem das Premium-Abo GTA Online Plus. Take-Two-Boss Strauss Zelnick zufolge würde man mit den Next-Gen-Versionen nochmal 36% mehr durch zusätzliche Monetarisierungsquellen verdienen, als das noch auf PS4 und Xbox One der Fall war. Zum Nachfolger GTA 6 heißt es dabei nur, die Entwicklungsarbeiten am nächsten Teil der GTA-Serie seien bereits gut angelaufen und das Rockstar-Team sei fest entschlossen, einen weiteren kreativen Meilenstein für die Reihe, die Branche und die gesamte Unterhaltungsindustrie abzuliefern. Wann das passiert, verrät Zelnick aber nicht. Bei solchen Ergebnissen von GTA 5 eilt's aber wohl auch nicht. Marvel's Midnight Suns wird ein weiteres Mal verschoben. Und zwar vom eigentlich geplanten Release im Oktober auf erstmal unbestimmte Zeit. Das bestätigt das Team von Firaxis in einem Statement auf Twitter. In der Stellungnahme heißt es, dass der Next-Gen-Release bis Ende des aktuellen Fiskaljahres im März 2023 erschienen sein soll. Obwohl dort kein konkretes Datum genannt wird, erklärt Firaxis, dass die PC, PS5 und Xbox Series Versionen früher kommen sollen als die Last-Gen-Fassung für Xbox One, PS4 und Switch. Die haben aktuell nämlich noch nicht einmal einen neuen Release-Zeitraum. In der Stellungnahme erklärt Firaxis, dass Midnight Suns ihr bisher größtes Spiel wird und man sich deshalb mehr Zeit nehmen will, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis abzuliefern. Nach der ersten Ankündigung zur virtuellen Gamescom 2021 hieß es noch, das Spiel wäre Anfang 2022 fertig. Der Release wurde dann aber zunächst auf Oktober und jetzt noch weiter nach hinten verschoben. Obwohl es theoretisch noch möglich wäre, ist damit unklar, ob Midnight Suns noch zum wichtigen Weihnachtsgeschäft fertig wird. Wie das Superhelden-Taktikspiel übrigens funktioniert und warum es sich trotz mehrerer Gemeinsamkeiten auch stark von XCOM unterscheidet, seht ihr übrigens hier im Preview-Video von Jules. Of course.
caretaker has reformed the Midnight Suns. About time. Und nochmal eine Verschiebung, denn auch der Koop-Shooter Ark Raiders wird erst 2023 erscheinen. Das hat Embark Studios auf Twitter bekannt gegeben. Zuvor hatte das Team um XEA und DICE-Veteran Patrick Söderlund nur grob dieses Jahr als Release-Zeit angegeben, kann das jetzt aber nicht mehr einhalten. Der Stellungnahme nach möchte man die zusätzliche Entwicklungszeit aber nicht nur für letzten Feinschliff nutzen, sondern, Zitat, die Spielerfahrung erweitern, damit sie ihr volles Potenzial erreichen kann. Besagte Spielerfahrung sah schon im ersten Trailer ziemlich monumental aus, denn darin zerlegt ihr im Koop aus dem Weltall kommende riesige Kampfroboter und springt dabei mit Enterhaken, Fangkabel und Jetpack wie bei Attack on Titan durch die Lüfte. Das fertige Spiel soll auf das Free-to-Play-Modell setzen und basiert auf der Unreal Engine 5. Our Bastion of Resistance. This is where the brave meets the bold. We will not die in the shadows. We will face our fears head on. The giant just left orbit. Coming in there hot. Die ersten beiden Teile waren enorm erfolgreich, deshalb wundert es auch nicht, dass Sonic the Hedgehog einen dritten Kinofilm bekommt. Jetzt hat der Hauptdarsteller Ben Schwartz auf Twitter den Termin bekannt gegeben. Am 20. Dezember 2024 geht das Abenteuer weiter. Die Sonic-Verfilmung ist eine unglaubliche Comeback-Story, denn der erste Trailer zum Film wurde 2019 wegen Sonics Aussehen massiv kritisiert. Paramount Pictures hatte den Film deshalb 3 Monate verschoben, um Sonic komplett neu zu gestalten. Der Lohn für die Mühe: weltweit hatte Sonic an den Kinokassen knapp $320 Millionen eingespielt, die Fortsetzung sogar über 400 Millionen. Viel ist bisher nicht über den Plot von Sonic 3 bekannt. Der blaue Igel soll sich nach dem von Jim Carrey gespielten Dr. Robotnik diesmal aber einem neuen Bösewicht stellen. Winter Soldier. Zu guter Letzt noch Werbung in eigener Sache. Denn bei unseren GameStar-PCs gibt es aktuell ein besonderes Angebot. Wer nämlich einen GameStar-PC mit Radeon RX 6600 oder 6600 XT kauft, bekommt die Spiele Saints Row und Sniper Elite 5 gratis dazu. Wenn ihr sogar einen PC mit 6700 XT oder höher kauft, gibt es zusätzlich auch noch Evil Genius 2. Das Ganze läuft allerdings nur noch bis einschließlich diesen Samstag, den 13. August. Mehr Infos dazu im Link hier oben und in der Videobeschreibung. Und das war's auch schon wieder mit den News für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal und schaut hier in die Trailer-Rotation mit haufenweise Spielen, die ihr bestimmt noch nicht auf dem Zettel hattet. News gibt's dann wieder morgen. Bis dahin, weiterspielen.